Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von Nolase.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Stone Kingdoms. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet und das sollte das Spiel starten. So, und mit einem freundlichen Esel begrüße ich euch zum Titlescreen von Stone Kingdoms. Wir wählen Freebuild, machen das jetzt und wir können auswählen zwischen Fernhaven und Grasslands. This map doesn't really exist yet, placeholder, so it will load Fernhaven. Alles klar, dann nehmen wir Fernhaven. Loading! Place a keep to site your castle, my liege. Don't tell me what to do, my friend. Also, wir sollen unseren Bergfried irgendwo hinzimmern. Das werden wir auch direkt mal tun. Was ist Stronghold? Oder anders gefragt, was ist Stone Kingdoms? Eine 2,5D, ist es schon 2,5D? Echtzeitstrategiesimulation, in der es darum geht, eine möglichst rustikal anmutende Burg aufzubauen, die im besten Falle wirtschaftlich stabil, vollgepackt mit freundlichen und glücklichen Bewohnern und gerüstet für einen jederzeit auszubrechenden Krieg ist. Versager! Schwachsinniger Narr! Sei an der Stelle noch kurz gesagt. Wir bauen uns eine Saxon Hall und schauen unseren kleinen Kollegen hier mal dabei zu, wie sie aus dem Gebäude gejittert kommen. Und jetzt kommen wir schon zu der ersten Neuheit und dem ersten, was mir unheimlich gut gefällt. Schlagt mich nicht, ich habe immer nur das Original Stronghold gespielt. Ich will damit sagen, das, was ich jetzt mache, konnte ich vorher noch nie. Und zwar das, Pixel, richtig schön nah dran. Das gefällt mir. Und auch diese leichten Unschärfe-Effekte, wenn man rauszoomt, die gab es vorher auch nicht. Naja, auf jeden Fall, das nur kurz zur Optik. Ein bisschen mehr Gameplay. Es fehlt nämlich noch unser Stockpile, unser Lager. Site your granary, Sire. Und mein Granary basteln wir auch hier irgendwo hin. Unser Nahrungslager. Und plötzlich geht da Mucke. Wir versuchen erstmal möglichst lang und möglichst gut am Leben zu bleiben. Wir brauchen Rohstoffe. Holz wäre schön. Und um die Nahrung würde ich mich gern kümmern. Und zwar am allerbesten mit einer Apfelplantage. Das sollte uns erstmal grundlegend ausstatten. Die frühe Versionsnummer verrät es vielleicht schon ein bisschen. Ein vollwertiges Spiel darf man an der Stelle natürlich noch nicht erwarten. Nichtsdestotrotz ist der Ansatz ein sehr, sehr guter und die Aussichten sehr, sehr rosig, denn das Spiel wird weiterentwickelt. Weil es das erste Mal angeguckt habe ich mir das Ganze, da konnte man gerade so ein paar Gebäude platzieren. Also die Engine stand schon, man konnte Gebäude platzieren, aber die haben einfach nichts getan. Mittlerweile laufen hier schon Leute rum, sammeln Äpfel und bringen Holz zurück. Oh, das ist eine Funktion, die ich jetzt zwar auch nicht kenne. Um ein Steinabbaugehöft oder wie auch immer das heißt zu bauen, müssten wir unsere Keep aufrüsten. Ich wüsste nicht mal, wo das geht oder wie das geht. Das ist neu. Die können doch nicht einfach Features in das Spiel reinflanschen, die ich nicht kenne. Hier haben wir ein Upgrade, your Saxon Hall to a Wooden Keep. Ich weiß noch, es gab immer verschiedenartige Bergfriede, die man zu Beginn eines freien Spiels platzieren konnte. Und scheinbar haben sie da hier jetzt ein bisschen Konzept drumherum gebastelt und haben gesagt, ja, die sind verschiedenwertig und verschiedenartige Gebäude schalten verschiedenartige Techniken frei. Was ja schön ist, gibt dem Spiel einen ganz neuen Spin. Vielleicht sei an der Stelle noch kurz angemerkt, Klappe, Knappe. Das musste mal gesagt werden. Ich weiß zwar nicht gegen wen, aber wir gucken mal, ob wir uns nicht hier mit einer kleinen Holzwand verteidigen können. Zwar möchte ich gerne diese natürliche Wand hier weiterführen. Und zwar bis zu dem Gewässer. Nicht, um damit irgendwas zu beweisen. Ich möchte gerne eine gerade Wand bauen. Cannot build on top of water. So. Ist es gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. So, da kommt schon keiner mehr durch. Da haben wir uns super drum gekümmert. Also unabhängig davon, dass die hier rüberkommen, aber... Klar ist auf jeden Fall schon mal, dass ich im Zuge dieses kurz angespielt dem Spiel absolut nicht gerecht werden werde. Denn das Ganze sieht schon ein bisschen sehr, sehr fortgeschritten aus. Also ich glaube, ich hatte eigentlich gedacht, ich zeige das nur mal kurz, was grafisch möglich ist und spielerisch noch nicht ganz vollendet. Aber bisher sieht das, es wirkt schon recht komplett. 5 von 5 Bewohner, ich glaube, da können wir mal eben mit dem Bau eines Hauses Abhilfe schaffen, denn je mehr Häuser man hat... Oh, es gibt verschiedenartige Häuser. Eieiei. Das ist auch neu. Muss man wissen, im Standardspiel war es so, dass man immer ein Haus gebaut hat und dieses Haus hat sich dann in irgendein Haus verwandelt, sage ich mal. Also so random, sodass immer ein anderes Haus rauskam, wenn man es platziert hat, ohne dass man darauf Einfluss nehmen könnte. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass die verschiedenen Models quasi eine verschiedene Wertigkeit haben. Und je nachdem, wie weit man abgegradet hat, wie es so schön im Deutschen heißt, kann man eben auch verschieden gute oder schlechte Häuser bauen. Ich denke, es ist Zeit für einen Du-Bauer, nämlich ihmchen hier. Das ist hier der Bauer. Du-Bauer. So. Witzig finde ich, dass es uns noch untersagt ist, Steine abzubauen, was ein relativ grundlegender Rohstoff ist. Aber wir könnten jetzt schon uns Teer einfach mal so in die Burg schleppen. 51 Holz haben wir, also wird es Zeit, hier jetzt mal ein bisschen zu gucken, dass wir unsere Saxony Hall... Sachsenhalle? Ich weiß gerade nicht den korrekten historischen Begriff. Aber gucken wir nochmal unter dem Castles Wooden Keep. Oh, einfach nur ein Klick. Okay. Ein Klick, den wir getan haben, der eigentlich 50 Holz gekostet haben soll, aber wir noch 26 Holz haben. Da scheint wohl irgendwas mit der Beschriftung nicht zu stimmen. Aber
Es ist ja nicht zu unserem oder zu meinem Schaden. Von daher, wer bin ich, mich zu beschweren? Eine weitere Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist, die Tooltips sind noch nicht so ganz perfekt. Also hier vorne haben wir Castle, das passt. Hier haben wir Industry, das passt. Hier haben wir Farms, das passt. Hier haben wir Civilian, das passt. Und das nächste ist ein Schild. Food Production. Turn basic farm products into high quality goods. Also Food Production. Und dahinter liegen daneben Waffenschmieden. Da fällt mir jetzt kein historisches Sprichwort so ein. Außer vielleicht Hilfe, Hilfe. Wie auch immer ich das unterbringen konnte. Die eigentliche Stelle, wo der Tooltip unterkommen sollte, wäre dann hier. Was unter anderem eine Mühle und Bäckereien beinhalten würde, was wir alles noch nicht bauen können. Denn wir müssen nochmal unser Schloss aufrüsten. Immerhin sind wir nun befähigt, Steine zu schlagen, was ich persönlich als großes Upgrade sehe. Es ist für mich total befremdlich, das alles auf Englisch zu sehen. In der Standardvariante hat man eigentlich ein kleines Feld, auf dem man sieht, wo die Steine nach Beendigung der Arbeit abgelegt würden, damit man dort das Ochsenjoch auch in die Nähe bauen kann. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich platziere das einfach mal ins Blaue. Im Ursprungsspiel würde uns jetzt jemand lautstark darauf aufmerksam machen, dass es uns an Arbeitern mangelt, my lord. Das ist hier auch noch nicht der Fall, aber wir können ja einfach mal pro forma ein Häuschen bauen. Und zwar ein Flat, denn der gibt Obdach für bis zu 8 Personen. Bei die Holzfäller, dann braucht ihr nicht immer so weit zurück. Fleißig seid ihr. Ah, jetzt hier, dieser leichte, ah, der Effekt, das ist, ah, es ist so toll. Ich liebe alte Spiele in neuem Gewand, ich liebe das einfach. Gäbe es hier auf der Karte einen Gegner, würde er sich wahrscheinlich meinen desaströsen und sehr langsamen Aufbau hier betrachten und so etwas sagen wie, dieses Mal werde ich euch besiegen. Oder aber auch, ich lasse euch hängen, was Gegner einem halt so entgegenbrüllen. Gerade mal dem grob pixeligen Kollegen hier bei der Arbeit zuschauen. Mich interessiert das dann doch jetzt sehr, wo der Stein landet am Ende. Ah ja, okay, das heißt, ich hätte das Ochsenjoch ein ganzes Stück näher da hinten hinbauen sollen, aber egal, für den Moment wird es funktionieren. Die Ration kann man mittlerweile auch einstellen, schön. Wir können ja mal ein bisschen über die Spielmechanik reden, während wir warten, dass unser Stockpile die 50 überschreitet und wir auf das nächste Schloss aufrüsten können, um weitere Bauoptionen zu erhalten. Ich habe relativ am Anfang schon 2 Apfelplantagen gebaut, was natürlich dafür dienen soll, unsere Nahrungsmittelvorräte zu vergrößern, damit die Leute, die wir auf unserer Burg oder auf unserem losen Dorf, was wir hier haben, auch versorgen können. Aktuell funktioniert das noch ganz gut. Ich könnte jetzt um die allgemeine Zufriedenheit, die ist hier unten, steht derzeit bei 50, ich weiß nicht, ob das Meter schon funktioniert. Um das anzukurbeln, könnte ich jetzt sagen, ich gebe doppelte Ration, extra Ration oder eben auch gar keine Ration. Das steht mir eben frei, als Burgherr, meine Leute hungern zu lassen. Aber das ist überhaupt, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber früher war es völlig irrelevant, ob man die Leute hat hungern lassen oder nicht. Solange man im Ausgleich dazu mit den Steuern runtergegangen ist, waren sie trotzdem glücklich und haben irgendwie überlebt von Hausstaub. Und Insekten, keine Ahnung, wie das lief. Können wir ja gerade mal testen, ob es das Zufriedenheitssystem schon gibt, indem wir ihnen einfach mal die Nahrung entziehen. Minus 8, hier sieht man's. Okay, es funktioniert. Wir wollen die Leute nicht trauriger oder bösartiger machen, als sie sein müssen. Wieder normale Ration. 50, 55 Einheiten. Es wird mal wieder Zeit für Keep. Upgrade your wooden keep to a stone keep. Ich verstehe es. Es ist eine frühe Version, aber ich finde es großartig, dass ich meinen Holzverschlag hier mit 50 Einheiten Holz auf Stein aufrüsten kann. Das gefällt mir gut. Interessanterweise kann ich nicht klicken. Es funktioniert nicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, ist die Spielmechanik doch intelligenter, als sie hier sich darstellt. Ich vermute, ich brauche mehr Stein. 25 haben wir jetzt. Bis 50 dauert es noch einen kleinen Moment. Wir können ja mal derweil unsere Steinproduktion ein bisschen verbessern. Und weil es immer so war, dass die Leute glücklicher sind, wenn man ihnen mehrere Nahrungsmittel gleichzeitig anbieten kann, würde ich sagen, wir gehen mal von unserer reinen Apfelproduktion hinauf auf Käse. Wenn es schon nicht meine Burgpopulation freut, so würde es zumindest die städtische Mäusepopulation wahrscheinlich begeistern. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Spiel noch in der Entwicklung sich befindet, ist zum Beispiel die Kirche oder die Kapelle ist es ja, die zwar 100 Gold kostet und 10 Stein, aber in deren Tooltip noch inkludiert ist, dass sie derzeit nicht funktioniert. 33 Steine und 34 Holz, ein guter Zeitpunkt, um zu gucken, ob wir auf ein Steingebäude upgraden können. Oh, nein. Er bemängelt das fehlende Holz. Überbrücken wir die Wartezeit auf ein bisschen Holz, indem wir einen Markt bauen, der Holz kostet. Mir geht es jetzt nicht explizit um den Markt, sondern um die Funktion. Das scheint grundlegend zu funktionieren, ich bin begeistert. Ich kenne es so, dass man hier draufklickt und auch noch sieht, wie viele Vorräte man hat. Das scheint hier jetzt nicht der Fall. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal so einen Apfel verkaufen. Okay, wir kriegen Gold. Und es scheint auch zu fehlen. Also auch der Handel schon
funktional, gefällt mir. Kleines Häuschen noch dabei, 17 von 17 Personen wohnen bei uns und jetzt sind es 17 von 25. Da kommen sie gerade. Bedingt durch unsere relativ geringe Beliebtheit von 50, mit steigender Beliebtheit würde eben auch die Zuwanderung sich beschleunigen. Das ist dieser grüne Kreis, der voll ausgefüllt sein muss, damit eine neue Einheit hier quasi aufpoppt. Dauert jetzt alles ein kleines bisschen länger, ist aber nicht ganz so schlimm. Da ich hier so ein bisschen wild durch die Gegend skippe, wird es Kennern des Originals aufgefallen sein. Apropos Kenner des Originals, verdammter Narr! Neben dem Original-Soundtrack, den ich eben schon in ein, zwei Titeln herausgehört habe, also Titel, Lieder, die mir durchaus bekannt sind von früher, sind weitere Musikstücke in das Programm inkludiert. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das aus irgendeinem der anderen Teile, die ich nicht kenne, extrahiert wurde und hier jetzt inkludiert ist, oder ob wahrhaftig im Zuge der Entwicklung weitere Musikstücke in das Spiel integriert wurden. Wenn ihr das wisst oder eine valide Quelle dafür habt, gerne mitteilen. Der Kommentarbereich und auch holase.de steht euch zur Verfügung. Mein absolutes Lieblingsfeature fehlt leider noch. Im Hauptspiel konnte man die Kühe anklicken und die hatten Namen. Die hießen Bessie oder Milky oder irgendwie sowas. Und es gab auch immer einen lustigen Subtext. Auch die Bürger kann man noch nicht anklicken. Könnte ich diesen Bürger hier anklicken, würde er wahrscheinlich sowas sagen wie Wra oder Flegel. Mittlerweile sind wir angekommen bei 57 Holz und 73 Steinen. Probieren wir nochmal ein Upgrade. Versuch macht klug. Tja, irgendwas scheint zu fehlen oder nicht verfügbar zu sein. Wir probieren es weiter. In der Zwischenzeit teste ich mich hier so ein bisschen durch und baue mal Baracken. Einfach auch, um herauszufinden, ob ich denn Kampfeinheit bereits rekrutieren könnte. Es mangelt natürlich an Waffen und um die Waffen zu lagern, bedarf es eines Waffenlagers. Das knallen wir mal hier hin, direkt ans Wasser. Es gibt nichts Effektiveres als nasse Bögen, also Feuer. Unser Armory ist leer. Können wir da was kaufen? Money, 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 regiert die Welt. So ist es. Wie wär's mit 5 Bögen? Snack. Da liegen sie. Wunderbar. Und in dem Moment können wir auch... Ah! Nein, können wir nicht. Wir können keine Einheiten rekrutieren. Wir haben zwar Peasants, also Bürger, die wir heranziehen könnten, 7 Stück sogar. Und wir hätten auch die richtigen Waffen und wir hätten auch das Gold. Aber mit einem Klick passiert nichts. Wir probieren nochmal eine andere Waffenart. Lanzen kaufen. Auch ein Lanzenträger lässt sich noch nicht rekrutieren, aber wir erinnern uns. Version 0.5.0. Es sei dem Spiel vergeben an der Stelle. Darüber hinaus ist das ja hier alles ein bisschen Free-to-Play in Feverland oder Ravenholm oder wie auch immer diese Karte hieß. Ich habe schon wieder vergessen. Soll heißen, es gibt keine Gegner. Also warum sich bewaffnen? Klingt das nicht nach einer perfekten Welt? Stellt euch mal vor, ihr seid Milchbauer und seid hier gerade am Milchzäpfeln und auf einmal tritt die Kuh aus und ihr denkt euch nur, du hinterhältiges Wiesel. Vielleicht möchten meine Bewohner auch einfach eine Kirche haben. Auch wenn sie noch keine Funktion hat, wer bin ich, ihnen ihren Glauben zu versagen? Ich erinnere mich, da musste ja auch immer jemand arbeiten. Da läuft er. Der hat auch den besten Job der Welt. Der zieht gleich da ein. Alle in irgendwelchen Holzverschlägen und ihmchen hier so. Ach, guck mal, ich habe hier ein schönes, warmes Haus mit Steinen und so. Und der einzige Job, den er hat, ist gleich rumlaufen, Leute vermählen und von Tür zu Tür gehen und mal klopfen und fragen, wie geht's? Der gute Mann immer noch wild am Segnen. Ha, der Holzfällerstand. Da fällt mir ein, etwas senil. Was? Unsere Nahrungsmittelvorräte gehen zur Neige, würde der Sprecher jetzt sagen. Eine Apfelplantage und eine Käserei sollten dem einigermaßen Einhalt gebieten. Einmal hier und einmal dort. Da wir keine Nahrungsmittel mehr haben aktuell, geht unsere Beliebtheit zurück und wir verlieren Einwohner. Hier sieht man jetzt einen roten Kreis, der sich leider füllt und nach würden die Leute quasi die Burg verlassen, hieß es im Originaltitel immer. Soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Wir sehen erstmal zu, dass wir noch mehr Nahrung heranschaffen. Apfel Nummer 1, Apfel Nummer 2. Das sieht gut aus. Da die Guys hier so ein bisschen gelangweilt sind, würde ich sagen, wir bauen nochmal ein bisschen Industrie. Wie wäre es mit einem Bogenmacher und einem Pikinieren-Fabrikant? Sowas in der Art. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, was willst du denn mit dem Zeug? Sage ich euch, ja, verkloppen, weil das funktioniert. Selbst wenn ich keine Soldaten rekrutieren kann, kann ich doch das Zeug verkaufen. Einmal Bögen, inklusive Anbindung ans Wasser und einmal Pekinier. Im Originalspiel springt der eigene Charakter immer so ein bisschen auf der Burg rum. Ich weiß nicht, ob es hier noch nicht geht oder ob die Burg noch zu klein ist. Irgendwo läuft er rum und schaut sich alles an und schlägt seine Bürger oder so. Ich weiß ja nicht, warum der immer durch die Gegend läuft und alles beobachtet. Kleiner Kontrollwahn. Ist er denn der gute Mann? Da ist er. Ach, er flaniert am Ufer herum. Der feine Herr. Dieser Laffe. Geh nach Hause. Tu was. Produktives. Was wir bräuchten, wäre ein örtlicher Dönerfabrikant. Dann wären die Leute gleich viel glücklicher. Apropos Dönerfabrikant, ich erinnere mich gerade wiederum an das Original. Ich weiß, die Kühe brauchte man für Käse und die Kühe brauchte man, um Lederharnische, also Rüstungsteile und sowas zu machen. Und für Leder wurden natürlich die Kühe getötet. Und warum, verdammt nochmal, gab es kein Fleisch? Es gab kein Fleisch. Ich versuche mich gerade wirklich, als Nahrungsmittel gab es doch kein Fleisch. Gab es Fleisch?
Ich weiß es nicht mehr. Es ist so unendlich lange her. Ich möchte meinen Leuten etwas Geld schenken, damit sie glücklich sind. Bribe. Im Englischen. Bribe ist doch das englische Wort für Schmiergeld, oder? Das ist ja cool. Eine kleine Bestechung. Ich würde ja den Wohnbereich ein bisschen aufhübschen mit Good Things. Gärten, Statuen und sowas. Aber das darf ich alles noch nicht bauen, denn dafür muss ich mein Schloss upgraden. Und das darf ich nicht. 135 Steine und 53 Holz. Wir probieren es nochmal. Auf, wie auf. Yes, man. That's the plan. Was? Okay, was habe ich denn jetzt benutzt? Okay, wow. 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 Ich sage wow. 100 Steine. Und das stand da noch nicht mal im Tooltip. Das ist natürlich heftig. Aber okay, ihr wisst Bescheid jetzt. 100 Steine brauchst für eine Stone Keep. Und mein anfänglicher Kommentar von wegen, dass man zum Upgrade der Holz Keep auf Stone Keep keine Steine braucht, hat sich damit auch erledigt. Aber, liebe Entwickler, wenn ihr das hier sehen solltet, die Welt ist klein, wer weiß, da ist ein Tooltip falsch. Aber ich vergebe euch, denn ihr seid super. Ihr bringt einen meiner Klassiker zurück ins Jahr 2023. Und das ist schon sehr, sehr sexy, wenn ich das so sagen darf. Um unsere weiteren Vorhaben etwas zu finanzieren, würde ich sagen, wir verkloppen mal ein paar Waffen. Verklopp, klopp, kloppe die klopp. 155 für ein paar Bögen. Das klingt nach einem Spitzendeal. Und 100 für ein paar Piken. Piken? Piken? Piken. Aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, haben wir 5000 Gold. Hatten wir die eben schon? Werde ich mir im Nachgang noch im Video angucken. Wir hatten doch nur 1000. Wo kommen denn die restlichen 4000 plötzlich her? Magic. Um meine Frage von eben richtig zu beantworten. Ja, es gab Fleisch, aber das war wild. Das musste man jagen. Wir können es kaufen. Oh, oh, what? Also, wow. Krass. Ich habe doch jetzt nur... Wow. Irgendwas stimmt mit dem Geldsystem nicht, glaube ich. Habe ich gerade 1500 für Fleisch ausgegeben? Big Business. Aber meinen Leuten soll es ja an nichts mangeln. Ach, ist das schön. Guck mal, da hängt's. Feini. Ich will noch mehr essen. Ein paar Äpfel oben drauf. Kann man das Geld beobachten? 400. Ich glaube, da ist irgendwas. Also irgendwas stimmt da noch. Ich finde es super. Ich freue mich gerade total. Auch wenn das... Hey, jetzt habe ich gerade für irgendwas... Warum habe ich... Ach so, klar, wir schmieren ja unsere Leute. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir schmieren ja unsere Leute. Deswegen wurde da gerade was abgezogen. Brote? Ich hätte gerne ein Brot für 40, bitte. Für 40. Also 5 Stück. Das heißt, Mathematik Grundstufe 1, 200. Okay, das waren 400. Das ist fast das gleiche wie 200. Nur eben das Doppelte. Aber ich vergebe dir das Spiel. Ich mag dich trotzdem. Na, bist du jemanden am Segnen? Jawohl. Heiliger Holzfäller. Wow. So wie der arbeitet, würde ich auch gerne arbeiten. Hallo, tschüss. Das ist doch mein Traumjob. Alles, was man machen muss, ist mit dem Kreuz durch die Gegend drängen und keine Haare haben. Das kann ich auch. Mit einem Blick auf die Uhr wird mir klar, dass ich das gleiche Problem habe, wie ich es schon vor gut 20 Jahren hatte. Ich verliere mich in diesem Spiel. Die Rohaufnahme ist mittlerweile eine Dreiviertelstunde lang. Das ist ziemlich viel für ein kurz angespielt. Wir überfliegen nochmal kurz. Also, man kann diverse Dinge bauen, man kann diverse Dinge noch nicht bauen. Aber Stone Kingdoms ist in Version 0.5.0 schon ziemlich weit fortgeschritten und macht schon ordentlich Spaß. Und vor allem kommt das Stronghold-Fieber direkt wieder in einem hoch. Man will noch eine Fabrik mehr bauen. Man wartet noch 2-3 Minuten auf noch mehr Holz. Man wartet noch auf die ausreichende Menge an Stein. Man verkloppt Zeug, damit man mehr Gold hat. Man kauft Nahrungsmittel ein, damit die Leute zufrieden sind. Und so weiter und so fort. Und das Ganze dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und am Ende ist die Karte voll mit irgendwelchen Wirtschaftsgebäuden. Und auf den Zinnen stehen Bogenschützen, die das ganze Tal bewachen. Und man wartet nur darauf, dass der nächste Angriff erfolgt. Und so weiter und so fort. Fällt mir gerade ein, fort mit dir, Pursche und Fatzke. Am liebsten wäre mir, dass dieses Projekt, so wie wir es jetzt gerade sehen, seinen gerechtfertigten Platz einnimmt zwischen Spielen, die irgendwann mal Closed Source waren und plötzlich irgendjemand aus der Open Source Community daherkommt und sagt, diesem Spiel spendiere ich jetzt eine moderne, eine gut laufende Engine und wir beleben das Ganze wieder und die Community feiert das. Ich hoffe auf jeden Fall auf eine gute, gute Zukunft für die ganze Geschichte hier. Wer also möchte, Memme, Tölpel, Lackaffe, der kann sich hier etwas austoben. Kommen wir nun langsam aber sicher zum Ende dieses Videos. Es gibt noch viel zu tun. Gewisse Gebäude stehen mir immer noch nicht zur Verfügung. Ich muss mein Schloss weiter ausbauen, um in den Geschmack davon zu kommen. Die nächste Stufe wäre Fortress. Dafür brauche ich scheinbar auch wieder nur Holz, aber wir wissen mittlerweile, dafür brauche ich noch was anderes. Ihr könnt ja mal gucken und herausfinden, was man dafür braucht. Vielleicht findet ihr es heraus. Ich werde es in diesem Video auf jeden Fall nicht tun. Wichtig, oder für einige der wichtigste Punkt kommt nämlich jetzt, lädt man das Spiel Stone Kingdoms herunter, lädt die Engine Love herunter,
und kann es direkt losspielen. Bei anderen Projekten ist es ja so, dass man die Daten des Originalspiels irgendwie noch inkludieren muss. Das ist hier Stand jetzt nicht der Fall. Den Spieler soll's nicht weiter bocken, heißt für euch runterladen und direkt zocken. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust drauf gemacht. 2, 3, 4, 5, 6 Informationen zu dem Titel findet ihr natürlich auf holase.de. Link unter diesem Video, kann man klicken und sich freuen. Ansonsten würde ich sagen, war es auch schon wieder. Bleibt mir nicht nur zu sagen, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht es gut, hau da rein und tschüss. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe alle Beleidigungen des Originalspiels in diesem Video untergebracht. Ich dachte mir, ich erwähne es mal.